Hey, ich bin die Hanna und in dieser Serie möchte ich dir die Grundlagen des Handletterings zeigen. Außerdem möchte ich dir auch ein paar persönliche Tipps und Tricks verraten. In dieser Folge möchten wir auf Glas schreiben. Dazu habe ich mir diesen Bilderrahmen rausgesucht, der innen drin aus zwei Glasscheiben besteht. Wenn du ihn später an die Wand hängst, sieht es aus, als würde die Schrift darin schweben. Dazu Marker von Edding, die speziell für Glas, Metall und Plastik als Oberfläche geeignet sind. Und die Farben sind auf Lackbasis, das heißt, sie sind permanent. Möchtest du dich aber für was anderes entscheiden, wie zum Beispiel deine Fensterscheibe oder deine Balkontür oder ähnliches, kannst du auch auf die Kreide oder die Bordmarker zurückgreifen. Die sind nämlich wieder abwischbar. Wichtig ist es, ähnlich wie bei Porzellan, dass deine Oberfläche, die Glasscheibe, auch wieder frei von Staub und Fett ist. Deswegen wieder ein Fensterleder- oder Baumwolltuch parat halten und das Ganze nochmal abwischen. Wenn du dir ein bisschen unsicher bist, kannst du dir entweder gleich direkt eine Vorzeichnung drunter legen oder eine linierte Fläche, damit du einige Linien zur Hilfestellung hast. Funktioniert natürlich auch mit einem ganz normalen linierten oder karierten Blatt Papier. Wenn du einen ganz nagelneuen Stift hast, immer erst gut schütteln, damit die Kugel die Farbe auch schön durchmischt. Und dann langsam und gleichmäßig so lange pumpen, bis die Farbe in der Spitze ankommt. Nicht zu oft, weil sonst kommt zu viel Farbe raus. Auch hier kannst du dir immer ein hilfreiches Schmierpapier dazulegen, wo du deine Stifte pumpen kannst. Und auch mal überschüssige Farbe abstreifen. Und dann kann's losgehen. Für mein Projekt habe ich mir einen relativ bekannten, kurzen, aber doch sehr prägnanten Satz ausgesucht. Think outside the box. Und da ich das Ganze ja in einen Glasrahmen setze, fand ich es ganz passend und mit einem kleinen Augenzwinkern. Als Hilfe lege ich mir wieder mein Tuch unter, damit ich mit meiner Hand keine Fettfilme auf der Glasoberfläche hinterlasse. Als kleinen Kontrast zu den bisherigen Projekten habe ich mich hier mal für geradlinige Schriften entschieden, also Druck- oder Blockschriften, die sich meiner Meinung nach auch ins rechteckige Format vom Rahmen einfügen. Auch hier hilft es manchmal, wenn du deine Linien nicht in einem Zug durchziehst, weil du schnell merken wirst, der Farbauftrag ist doch sehr dick, weil das Ganze ja auf Lackbasis ist. Deswegen hilft es manchmal, wenn du deine Striche mit kurzen Absätzen nacheinander ziehst. Bei einer Druckbuchstabenschrift wie hier bietet es sich oft an, in Versalien, also in Großbuchstaben, zu schreiben. Aus dem einfachen Grund, weil du immer auf einer Höhe läufst. So eine linierte Unterlage hilft dir außerdem, dass deine Strichstärke, also in dem Fall die Breite der Buchstaben, auch immer die gleiche bleibt. Da kannst du dich ein bisschen daran orientieren und so sind die Buchstaben gleich breit und laufen auf einer Höhe. Wenn du mit deinem Design fertig bist, auch hier wieder richtig gut trocknen lassen, bevor du den Rahmen zusammenbaust. So, die Farbe ist gut getrocknet. Das heißt, wir können jetzt den Bilderrahmen wieder zusammenbauen. Dazu legen wir die zweite Glasscheibe über unser Motiv und schieben das Ganze wieder in den Bilderrahmen zurück und haben ein fertiges Ergebnis. Voila! Du kannst alle deine Entwürfe auf Instagram unter dem Hashtag EddingLettering hochladen. Unter allen Posts verlosen wir einen MyDays-Gutschein im Wert von 500 Euro. Ganz viel Glück dabei! Und ich würde mich riesig freuen, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist.